Ja, und sie, meine Damen und Herren, ist auch da. Unser absoluter Ehrengast. Diese Frau ist eine Legende, ein Weltstar. Und ich bin sehr, sehr glücklich und sehr stolz, dass wir schon viel miteinander erleben durften. Unvergessen für mich, als Sie uns eingeladen haben nach Genf, zu sich nach Hause. Wir sehen hier mal noch ein Bild, wie das damals aussah. Und ich spreche natürlich von der wunderbaren Nana Mouskouri. Schön, dass Sie heute bei uns sind, liebe Nana. Meine Frisur war damals noch ein bisschen anders. Schöne Bilder. Und hier durfte ich Sie dann zu Hause besuchen, in Genf. Das werde ich nie vergessen. So ein schöner Moment. Liebe Nana, Sie haben alles erreicht, was man erreichen kann. Sie haben so viele Auszeichnungen erhalten. Über 300 Millionen goldene, Platin und silberne Schallplatten. Überall auf der Welt liebt man Sie. Und heute Abend kommt ein ganz besonderer Preis hinzu. Denn wir möchten Sie heute Abend ehren und auszeichnen mit der goldenen Henne fürs Lebenswerk. Und dazu braucht es natürlich auch einen ganz besonderen Laudator. Er war heute schon mal hier bei uns. Er ist mitten im Zenit seiner Karriere. Er ist so erfolgreich wie nie zuvor und er schätzt Sie sehr. Guten Abend, Roland Kaiser. Liebe Nana Mouskouri, seit Jahrzehnten kennen und lieben die Menschen auf der ganzen Welt ihre Stimme und sogar ihre Brille. Ich habe mich gefragt, was bekommt man zu sehen, wenn man einmal einen Blick durch ihre Brille werfen dürfte, durch die berühmte Nana Mouskouri-Brille. Ich versuche das einfach mal, was dann passiert. Interessant. Ich sehe einen griechischen Vater, der am Hafen von Kani auf Kreta steht, mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm. Dieses kleine Mädchen sind Sie, liebe Nana. Ihr Vater hat damals einem Filmvorführer in einem Kino gearbeitet. Ich war nicht dabei, aber ich stelle mir das etwa so vor. Als er Sie damals auf dem Arm hielt, dachte er vielleicht, die kleine Nana soll mal in meine Fußstapfen treten und durch die Leinwand des Kinos die große, weite Welt entdecken. Sie haben einen anderen Weg gewählt und trotzdem die große, weite Welt entdeckt. Denn Sie haben unseren Planeten musikalisch erobert. Seit Jahrzehnten feiern Sie international großartige Erfolge. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand hier im Saal und draußen vor den Fernsehern bewusst ist, wie groß Ihre Erfolge sind. Ich starte mal ein kleines Quiz. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, welche Sängerin hat nach Madonna die meisten Tonträger verkauft? Beyoncé, Tina Turner oder Whitney Houston? Keine von den dreien. Es sind Sie, liebe Nana Mouskouri. Ich finde das einen Riesenapplaus wert, finde ich. Im Laufe der Jahrzehnte sind wir uns immer wieder begegnet und ich habe Sie aufrichtig schätzen gelernt. Leider haben wir noch nie gemeinsam gesungen, aber Sie haben einmal ein Lied aufgenommen, das ich für Sie geschrieben habe. Erinnern Sie sich noch? Es hieß Schiffe, die sich nachts begegnen. Hat sich leider nicht ganz so gut verkauft wie Weiße Rosen aus Athen, aber immerhin, ich habe meinen Enkeln was zu erzählen von Ihnen. Was ich an Ihnen musikalisch schätze, ist Ihre enorme Vielseitigkeit. Sie haben klassischen Gesang studiert, uns alle mit Ihren Chansons und Schlagern verzaubert, aber Ihr Herz schlägt genauso für den Jazz. Den beherrschen Sie mindestens so gut wie alles andere. Ich sage das mal so, wer es schafft, dass internationale Jazzgrößen wie Quincy Jones oder Star-Trompeter Till Bronner um gemeinsame Auftritte bitten, der muss es schon drauf haben. Und Sie, liebe Nana Mouskouri, Sie haben es drauf. Was für eine Stimme, was für eine Begabung und was für eine Brille. Ich behaupte mal, sie ist weit mehr als ihr Markenzeichen. Sie zeigen uns immer wieder, durch diese Gläser haben sie einen besonders guten Blick auf die wesentlichen Dinge des Lebens. Auch dafür haben sie meinen großen und vollen Respekt.
Sie haben immer schon genau hingeguckt und sich dort engagiert, wo Not am größten war. Mit Ihrem politischen und gesellschaftlichen Engagement vermitteln Sie uns eine ganz besondere Botschaft. Das Glück der Welt, die Ihr Vater damals im Kino erlebte und diesen Erfolge musikalisch erobert haben, liegt Ihnen aufrichtig am Herzen. Wir liegen Ihnen am Herzen und Sie uns. Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Henne. Moment. Wir schauen. Wir sind Miss Nana Muscuri. Nana Muscuri. Nana Muscuri. Nana Muscuri. Mehr als 300 Millionen verkaufte Tonträger. Mehr als 300 Mal Gold, Silber, Platin. Weltweit erfolgreicher ist nur Madonna. Mehr als 1000 Titel im Repertoire und seit mehr als 60 Jahren die Stimme der Sehnsucht. Maria Callas empfiehlt ihr, der studierten Mezzosopranistin, lass das mit der Klassik. Harry Belafonte tourt mit ihr um die Welt. Und Quincy Jones holt sie für ein Jazzalbum nach New York. Doch die jazzige Nana Muscuri möchte man in Deutschland zunächst nicht hören. Recht schönen Dank, Nana. Ich glaube, bei Ihren Anhängern müssen wir uns aber jetzt fast entschuldigen. Weil ich Englisch gesungen habe? Und weil eine Kleinigkeit Jazz dabei war. Das ist nicht immer so beliebt bei uns. Dein zweiter Frühling ist los. Doch sie kann ja auch anders. Der kommerzielle Erfolg kommt mit Schlagern in Ost- und Westdeutschland, aber auch weltweit. Nana Muscuri singt in 14 Sprachen. Klar, sie ist eine echte Weltbürgerin. Geboren auf Kreta in Griechenland. Heute ist sie auch in der Schweiz und in Frankreich zu Hause. Sie engagiert sich politisch, sitzt 5 Jahre im EU-Parlament, ist UNICEF-Sonderbeauftragte. Mit Leidenschaft und ihrem eigenen Stil bleibt sie sich über Jahrzehnte treu. Eine Stimme, eine Brille, einfach ein Phänomen. Nana Muscuri. Meine Damen und Herren, die Goldene Henne für das Lebenswerk geht an Nana Muscuri. Danke, schön, dass Sie da sind. Das ist Ihr Preis, die Goldene Henne. Nana Muscuri, meine Damen und Herren. Standing Ovations hier in Leipzig. Komm, ich so. Ja, wir danken Ihnen, Nana. Oh Gott. Oh. Nana. Vielen Dank. Aber es gibt ein Ding, das du hast nicht gesagt. Die ganze Nana Muscuri-Karriere hat begonnen hier in Deutschland. Weißt du? Mit den weißen Hosen. Das war meine erste Schallplatte. Ich habe begonnen mit. Und ich erinnere mich, wenn Quincy Jones zu mir gekommen und eine Schallplatte zu machen. Er hatte mir gesagt, du hast so gut in Deutschland gemacht, so wir versuchen dasselbe zu machen in Amerika. Aber wir hatten nicht so viel Amerika gemacht. Wir hatten immer in Deutschland. Und vielen, vielen Dank. Ich möchte wirklich super ILU bedanken. Ja. Und auch die Verlage. Und natürlich MDR. Vor allem diese Jahre. Und du auch. Heute vielen, vielen Dank, alle Leute, alle Publikum.
das hatte mir diesen Traum zu leben. Ich wollte nur zu singen. Ich hatte keine andere, nicht eine Star zu sein oder so. Und das ist, was ich geblieben mit Leuten. So, Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut, aber... Sehr gut, Nana. Sehr gut. Ich bin sehr berühmt. Ja, also, vielen, vielen Dank für alles. Und mein Freund kenne viel von mir, ja, weil er war sehr, sehr jung. Ich war immer älter als alle Leute, ja. Roland, ja. Er war sehr, sehr jung, ja. Und blutjung du bist war er. Immer jünger als ich, ja. Vielen, vielen Dank, wirklich. Ist wie, ich habe begonnen hier und beendet meine Gesang hier. Ach, so, vielen, vielen Dank, Deutschland. Vielen Dank. Okay. Wir danken dir, liebe Nana Mouskouri, eine so große Künstlerin, der Preis fürs Lebenswerk so verdient. Und ich glaube, einen schöneren Abschluss könnte es heute Abend hier bei der Goldenen Henne 2022 nicht geben. Wir gratulieren Nana und ich darf jetzt alle Preisträgerinnen und Preisträger nochmal auf die Bühne bitten. Nana, Roland, wir gehen gemeinsam auf die Bühne. Ich bedanke mich bei Ihnen hier im Saal und natürlich ganz herzlich bei Ihnen zu Hause, dass Sie mich durch meine Premiere hier bei der Goldenen Henne so getragen haben. Dankeschön. Wir wünschen Ihnen alles, alles erdenklich Gute. Das war's, die Goldene Henne 2022. Jetzt geht's dann gleich noch weiter mit den Nachrichten MDR aktuell. Und wenn Sie mögen, dann gibt's gleich noch die Aftershow-Party live im MDR. Sie können mitfeiern und wir freuen uns wirklich sehr. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Wieder im MDR, wieder um 20.15 Uhr. Dann darf ich die Schlagerchance in Leipzig präsentieren. Bis dahin, tun Sie mir den Gefallen. Bleiben oder werden Sie gesund. Servus, auf Wiedersehen, Ihr Florian Silbereisen. Und das sind Sie, die Stars des Abends. Dankeschön, gute Nacht.